Jetzt zur Peritonealdialyse. Ich habe Ihnen gesagt, wir brauchen so eine halbdurchlässige Membran, um Dialyse machen zu können. Peritonealdialyse ist Bauchfelldialyse. Und bei der Bauchfelldialyse ist das Bauchfell selber genau diese Membran, die wir dafür benutzen. Ja, die haben wir also alle. Das Bauchfell ist eine Membran, eine Haut, die die inneren Bauchorgane umgibt, um unter anderem deren Verschieblichkeit gegeneinander zu gewährleisten. Ja, dass so Darmschlingen sich nicht da verkleben, verhaken, sondern gegeneinander verschoben werden können. Und umgibt also diese ganzen inneren Bauchorgane. Und das ist dann die Membran, die wir nutzen. Um das Ganze machen zu können, muss ein solcher Peritonealdialyse-Katheter in den Bauch, in diesen Raum hier implantiert werden. Das wird operativ, chirurgisch, urologisch gemacht. Und dann können wir, vergleichbar wie bei der Hämodialyse, hier eine Dialysatlösung in den Bauchraum einleiten, ja, dort drin lassen für einen gewissen Zeitraum. Dann kommt es über das Bauchfeld zu dem gewünschten Stoffaustausch, wie vorhin bei der Hämodialyse gezeigt. Und nach einem gewissen Zeitraum von einigen Stunden lassen wir dann dieses verbrauchte Dialysat wieder ab und ersetzen das Ganze durch Neues. Ja, und so kann man über das Bauchfell auch das Blut reinigen. Ja, so wird es ja nochmal gezeigt. Also fängt dann typischerweise an mit dem Auslauf. Ne? Hier läuft dann das verbrauchte Dialysat aus dem Bauch heraus. Man lässt was Neues wieder einlaufen. Danach hat man Zeit. Stunden, 3, 4 Stunden. Kann zum Beispiel seiner Arbeit nachgehen, sich um seine Kinder kümmern, was man sonst machen möchte. Und nach einem gewissen Zeitraum kommt dann der nächste Zyklus, wo man wieder das Dialysat ablässt, frisches einfüllt und dann hat man wieder Zeit. Großer Vorteil, das kann man auch zu Hause oder sogar bei der Arbeit machen. Ja, hier nochmal bildhaft dargestellt. Typischerweise macht man so 3 Beutelwechsel, so heißt das im Jargon, pro Tag plus einen Beutelwechsel zur Nacht. Ja, den kann man selber machen, kann man sich auch assistieren lassen von Familienangehörigen. Ja, es ist so ein bisschen fummelig. Ne? Bei Diabetikern ist das manchmal ein bisschen schwierig mit dem Gefühl in den Fingern. Ja, wenn es dann Familienangehörige gibt, die helfen können, kann das davon ein Vorteil sein. Man kann das Ganze auch automatisieren, ja, mit einem sogenannten Cycler, der viele von diesen Beutelwechseln in der Nacht macht. Ja, der wird vorbereitet mit mehreren Beuteln und dann wird das an diesem Bauchkatheter angeschlossen. Patient, Patientin geht ins Bett, schläft und während der Patient, die Patientin schläft, macht diese Maschine mehrere von diesen Austausch, von diesen Wechseln. Ja? Das ist ein automatisiertes Verfahren, das zum Beispiel auch bei Kleinkindern angewendet wird. Ja, auch da funktioniert das. Aber auch bei Erwachsenen kann das gemacht werden. Setzt natürlich wieder so zumindest ein Grundmaß an Verständnis von technischen Geräten, Programmierbarkeit etc. Voraus. Und, aber schon für viele Patienten durchaus eine Möglichkeit. Viele Patienten sind dafür geeignet. Es ist auch nicht so, dass man da mit diesem Schlauch im Bauch gleich nach Hause geschickt wird, ja, sondern da wird ein sehr intensives Training gemacht. Ja, das Material, das man braucht, wird vom Hersteller sogar nach Hause geliefert. Muss man sich auch nicht wirklich selber drum kümmern. Ja, das heißt, Training, das kann sein, dass man da bis zu 2 Wochen jeden Tag 6 Stunden jemanden hat, der einem zeigt, wie das geht. Ja, mit allem, was dazugehört, Hygienemaßnahmen, Händewaschen, Mundschutz, ja, wie mache ich was. Dazu gehört natürlich auch, dass man lernt, was mache ich, wenn mal irgendwas nicht stimmt. Und was dazu gehört, ist auch, dass zumindest einmal der behandelnde Arzt, Nephrologe, nach Hause kommt, um auch mal zu gucken, wie man das macht und wie man das optimiert. Ja, weil ein Punkt zum Beispiel ist auch, diese ganzen Beutel, die man braucht, die muss man irgendwo lagern. Ja, dass man mal guckt, wo stellt man die eigentlich hin? Ja? Oder was ist ein geeigneter Raum zur Behandlung? Ja, muss das jetzt wirklich der Wintergarten mit 200 Pflanzen sein oder kann man das nicht vielleicht lieber im Schlafzimmer machen? Ja? Also auch da kriegt man Hilfe und Unterstützung. Klare Vorteile der Peritonealdialyse, man hat mehr Unabhängigkeit, man muss nicht 3-mal die Woche ins Dialysezentrum, man kann das zu Hause machen. Ist damit auch verbunden mit einer höheren Lebensqualität für viele Patienten und ist für viele Patienten, gerade wenn man nicht nächtliche Hämodialyse, sondern 3-mal die Woche tagsüber Dialyse macht und dann zum Beispiel, Sie erinnern vielleicht, eine von den, ich glaube die Patientin im Video hatte das berichtet, dass bei ihrer Mutter das oder ihrem Vater das immer so schwierig war, dass nach der Dialyse der Tag eigentlich gelaufen war. Ja?
ist individuell sehr unterschiedlich. Für viele ist es überhaupt kein Problem, die sind fit nach der Dialyse, gibt aber auch welche, die sind wirklich dann sehr angestrengt. Ja, das kann dann natürlich sein, dass gerade auch für solche Patienten Peritonealdialyse eine bessere Alternative sein könnte.